Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem kurzen, schnellen, knackigen Video. Es geht heute um die Sammelalben von Pokémon. Ich habe ein Sammelalben Drachenwandel und eins Verlorener Ursprung. Und es war tatsächlich ein Zufallsfund bei Amazon. Und ich dachte, die könnten ganz lustig sein. Und ich wollte sie mir einfach mal angucken. Und genau, das Ganze mit euch zusammen. Wir machen das einfach mal auf. Also hier drinne ist ein Sammelalbum, ein Poster und ein Booster-Pack. So, wir fangen mit Verlorener Ursprung mal an. Booster, kurz zur Seite. Dann hier das Sammelalbum. Ich mache mich mal wieder groß. Dann können wir uns mal eben gemeinsam das Poster angucken. So, da ist das gute Ding. Ein schönes, nettes Poster, was man sich auch gerne mal an die Wand hängen kann. Auf der Rückseite ist ja quasi ein Spielfeld. Und Sammelalbum sieht so aus. Wir machen das auch am besten mal so. Hier sind die ganzen, Moment, dann schalte ich nochmal um. Hier in diesem Sammelalbum sind also die ganzen Karten vergraut, nochmal aufgedruckt. Und wir haben hier so Laschen, wo wir die richtigen dafür reinsetzen können. Hier auf der Seite dann immer noch ein Pokémon. Hier oben ist das Ganze auch unterteilt. Hier in Elektro, Psycho, Kampf. Hier sehr schön mit Aerodactyl. Und Drache mit Giratina. Und ja, hier in der Mitte haben wir dann auch nochmal unsere Giratina-Urform. Hier mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Gewicht 650 Kilogramm, das halte ich für ein Gewicht. Ich glaube, die ist einiges schwerer. Unten ist schon so ein kleines Eselsohr drin. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Zoroark haben wir hier auch noch drin. Und das war es im Prinzip auch schon. Also es ist definitiv nicht für alle Karten hier. Also ihr werdet hier nicht alle Karten unterbringen, aber einzelne davon. Wo jetzt der Sinn dahinter steckt, kann ich euch tatsächlich noch gar nicht so richtig erzählen. Aber schön wäre es natürlich auf jeden Fall, das voll zu kriegen. Pikachu, Raichu, Fritzelblitz, Voltenso, Magneson, Magneson, Beastar. Das sind halt so die ja, die gängigsten, würde ich jetzt mal sagen, die dann hier reinkommen. Fand ich eigentlich mal ganz lustig und ich wollte es ausprobieren. Der Preis war okay. Hier oben sieht man ja, wenn man das im Fachgeschäft kauft, in einem Zeitschriftenladen, der es vielleicht sogar führt, dann 5,99 €. Ich glaube, ich habe einen Euro mehr bezahlt oder so. Ist okay. Also Poster, Sammelalbum und dann wollen wir natürlich auch noch in den Booster schauen. Dazu zoomen wir wieder ein bisschen ran. Und dann schauen wir uns doch Drachenwandel gleich auch nochmal an. Hm? So. Kiste des Unheils. Bronzgong, Akromas Experiment, Nebula hatten wir schon gesehen. Die Piccolo-Unte, Sorua, Betora, Viscora. Ein Küchenschiff. Schöne Karte. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Wir hatten White Coat und ein Calamanero. Sehr schön. Wir können das ja mal gleich exemplarisch uns angucken. Ich glaube, der Viscora, der müsste da drin sein. So. Den zur Seite. Poster auch erstmal zur Seite. So. Wir schlagen mal auf die Seite der Drachen. Und da haben wir es auch schon. So, wir haben jetzt oben unser Viscora, das was wir auch gerade gezogen haben. Und dann kann man hier das ein bisschen so knicken. Das tut mir jetzt schon in der Seele weh, da diese Karte gleich reinzuquälen. Aber so könnte es dann aussehen.
glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Gimmick, einfach mal so als Zeitvertreib dieses Ding nochmal voll zu kriegen. Auch hier mit den B-Karten, das ist ja natürlich dann auch ein Anspruch, die Dinger einfach mal doppelt zu ziehen. Und ja, gucken wir uns nochmal Drachenwandel an. Den zur Seite. Drachenwandel eben aufgerissen. Zack. Drachenwandel war, glaube ich, sogar noch ein Euro teurer. Liegt aber auch an den aktuellen Booster-Werten von Drachenwandel. Ist halt ein sehr beliebtes Set. Auch hier Drachenwandel, wir gucken es uns zusammen an. Der Greenscreen macht da jetzt natürlich nicht ganz so mit, aber nicht ganz so wild. Es ist im Prinzip genau das gleiche. Wir haben ein wunderschönes Nachtara-Artwork, ein Rayquaza, so einen lustigen Turm, bei dem ich vergesse immer, was das ist. Und hier unten steht es ja, Duraludon. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Auch hier wieder dann Rayquaza und Duraludon. Und das war's. Genau. Also vom Aufbau unterscheiden die alle sich nicht. Unseren Booster haben wir auch noch. Aber vorher gucken wir uns hier auch nochmal das Poster an. Ein wunderschönes Nachtara-Artwork mit Felinara. Und auch hier wieder eine Spielzone auf der Rückseite. Genau, auch dieses Set hätte eigentlich 5,99 € gekostet, bei Amazon war es ein bisschen teurer, aber den Spaß kann man sich mal geben und wie gesagt, den Booster, den gibt es auch gratis mit dazu, fand ich eigentlich ganz cool. So. Wir haben einen Blackcode, vielleicht bringt der uns ja Glück. 4. So, wir fangen an mit dem Schleifenorden. Ein Actilias. Das Schöne ist halt, dass der Booster dann auch in Deutsch ist. Oh, da habe ich schon zu schnell gezogen. Hier ein Kindwurm, ein Zurokex, ein Draschel und ein Fiaro. Hat uns kein Glück gebracht. Dennoch immer wieder schön, Drachenwandel öffnen zu dürfen. Und ja, immerhin ein Hit. Ein Hit war dabei. Bei Lost Origin, verlorener Ursprung. Und ja, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Wo ist das zweite? Da ist es. Was haltet ihr von den Dingern? Lohnen die sich? Ist das mal ein schöner Spaß für zwischendurch? Oder braucht ihr es eher nicht? Würde mich mal interessieren. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich versuche die Dinger jetzt auch mal voll zu kriegen. Und ist halt ein nettes Sammlerobjekt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hier sind so die Hauptkarten, sage ich jetzt mal, drin aus dem Spiel. Beziehungsweise aus den jeweiligen Boostern. Und mir gefällt es. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Sammelalbum sein, was ich kaufe. Für Pokémon Go ist es, glaube ich, noch nicht rausgekommen. Finde ich ein bisschen schade. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Und ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, lasst es mich wissen, gefallen euch die Dinger oder nicht. Vielleicht habt ihr ja selber so ein Ding schon, vielleicht habt ihr es sogar schon voll. Und ja, würde ich mal sagen, beende ich hiermit das Video und bis demnächst. Macht's gut, ciao.